Moin Moin Leute, zurück zu einer ersten Folge von dem neuen Story-Projekt. Wir sind hier auf der schönen Karte unter Griesbach. Wir haben hier einen schönen Milchbetrieb übernommen. Und ja, wir haben die ersten Aussäarbeiten alle fertig gemacht. Und wir sind nun mittlerweile am ersten Graschen angekommen. Wir haben aber noch keinen eigenen Trecker. Also Trecker haben wir schon zwei. Und hier sieht man mal ein paar Geräte. Wir haben unseren ganz normalen Pflug wieder aus Ellerbach mit rübergenommen, den Grubber auch von Ellerbach. Hier haben wir noch einen Einspreier gekauft. Ja, ein paar Ballen haben wir hier noch stehen, ne? Ein paar Maissilageballen. Silos sind noch leer. Hier steht eins von den Gewichten. Und eins von den Gewichten. Hier sieht man dann den schönen 5-15er. Der ein bisschen dreckig ist wegen der Aussaat. Und hier ist dann unser neuer Trecker auch schon. Wer auf dem Discord ist, weiß es schon. Das ist ein 6M. In der Speziallackierung. In einer Speziallackierung. Der hat auch Kalk und alles schon gemacht hier. Deswegen sieht er ein bisschen dreckig aus. Ich muss auf jeden Fall mal zusehen, dass ich wasche. Und da fällt erstmal ein dicker Big M rum. Warte mal. Kriegen wir den noch? Tschüss. Komisch. Müssen wir mal herausfinden, wem der Big M gehört, ja? Bestimmt auch den Lohnunternehmen, weil wir haben auch von Lohnunternehmen auch was bekommen. Es handelt sich um ein 7R John Deere in der schwarzen Edition. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Mit der Class Butterfly Mähkombi Kombi. Und ja, ich würde sagen, wir setzen uns mal rein. Und fangen wir mal an mit unserem ersten Gadget hier auf der Karte. Lassen den Bordcomputer im Hof fahren. So. Hier unten rechts haben wir auch eine Wiese. Wir fahren aber erst die anderen Wiesen ab. So, Licht machen wir natürlich an. Jetzt ein bisschen doch schon hell, aber noch nicht ganz. Wir machen erstmal noch Licht an. Und ja, wir fahren jetzt zu den ersten Wiesen hin. Zu der ersten Wiese hin oder zu den ersten zwei Wiesen hin. Wir haben uns schon ein bisschen, wir kennen uns schon ein bisschen aus auf der Karte. Wir haben hier zwei Wiesen. So, wir werden nun gehen wir in den Vordermodus rein, klappen aus schon mal. Sieht man alles schön hier über den Bordcomputer, das finde ich super klasse. So, halt mal an. So, wenn wir schon mal vorne das Zapfwelle kommen lassen langsam. Auch wird auch angezeigt, wunderbar, finde ich das. Na, wollen wir das doch nicht. Wir müssen mal kurz auch noch mal aufsteigen. So, jetzt aber. Jetzt gehen beide an. So. Frontmähwerk wählen wir natürlich aus. Wählen Gang. Holen das Handgas noch dazu. Und senken wir mal ab und fangen wir mit dem ersten Gasschnitt an. Mal schauen, welchen Gang wir nehmen können. Also 13 bis 13 km kann man ruhig schon mal fahren. So. Da hier weg schon alles schön. Und wir machen jetzt den ersten Gradschnitt. Ein bisschen feucht ist es noch, das Gras. Aber ist der erste Schnitt. Wir wollen ja Grassilage machen. Also Silo fahren. Dafür reicht es aus. Jo, was gibt es sonst so zu erzählen zu dem Projekt? Wir haben hier 40 Holsteiner Milchkühe. Also momentan sind es noch Rinder. Momentan sind es noch Rinder, genau.
Hier rechts sieht man eins von unseren Feldern schon. Da wächst die gute Zitikale. Aber schauen wir mal, wie es so wird, ne? Bei der Siedlung mal ein bisschen aufpassen. Hier mal Mähwerk raus. Setzen hier an wieder. Ja, wie gesagt, wir haben 40 Rinder, Holsteiner Rinder. Die haben wir von Anfang an auf dem Betrieb hier. Und ja, das ist jetzt eigentlich so der Plan. Ja, wir haben zwei Trecker momentan. Ein 6M mit 155 PS und dann unseren, ja, wie gesagt, unseren 515C aus der Ellerbach Story Projekt haben wir mit rüber genommen, so wie die den Pflug und den Grubber und so. Wir wollten ja ein paar Maschinen mit rüber nehmen. Der Umzug, der ging so schnell, da habe ich es leider wieder nicht geschafft zu filmen. Das ging rasend schnell. Wir hatten so eine schöne, gute Spedition, die haben wir so schnell gemacht. Da muss ich sagen, hier, das kleine Stück gehört uns auch noch. Aber wir mähen jetzt hier erstmal gerade dran her. Und ja, wie gesagt, die Spedition war so schnell beim Liefern und alles. Das war schneller hier in Untergriesbach angekommen, als uns lieb war. So schnell konnte ich nicht filmen. Deswegen tut es mir leid, dass ich da keine Umzug-Vlog oder wie man es hier Video habe. Aber ja. Ja, wie gesagt, wir mähen jetzt hier noch ganz gemütlich. Aber ich würde sagen, ich mähe jetzt hier noch irgendwie einmal die eine Runde rum. Mit euch zusammen hier. Indem wir noch ein bisschen reden. Und dann würde ich sagen, starten wir in eine Zeitraffer und werden hier unseren schönen ersten Abschnitt mit den 7R Trecker machen. Autonom unternehmen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Zeitrafferaufnahme. Bis dahin, euer Paulus. We'll be right back.
Show me all the places I've never known. A world chase the night. Race all of these broken dreams in flight. Meine Lieben, da sind wir wieder aus einer sehr langen Mähzeit. Aber ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem, weil wir haben hier ganz schön große Wiesen. Vor allem die Wiese hier unter unserem Hüllepott oder unter unserem Hof. Mann, jetzt habe ich es aber. Ist sehr groß. So, hinter mir können wir schon mal zusammenklappen. Sieht man hier schön. So, komm, wir können auch zusammenklappen hochheben. Auch Zapfwelle aus, zusammenklappen. Handgas können wir auch rausnehmen. Ich dachte gerade, warum beschleunigt der so schnell? So. So. Guck mal, haben wir das Mähen durch. Dann werden wir das Gras ein bisschen noch antrocknen lassen. Aber ich würde sagen, das soll es von dieser ersten Folge von diesem neuen Projekt auf der Karte Untergriesbach gewesen sein. Nehmen wir noch Licht aus hier und Zwecker aus. Dann zeige ich euch das gespannt nochmal. Und ich würde sagen, danke zum Zuschauen. Bis dahin, euer Paulus. Ciao.